Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Die gute Gina ist hier zu Besuch bei der Familie Andreina und spielt ein bisschen mit dem Herbie. flirten wir mit ihm. Wir machen mal ein gemeinsames Foto mit ihm. Sie möchte gerne joggen gehen, weil sie so aktiv ist. Okay. Jetzt solltest du aber mit dem lieben Herbie hier, wolltest du doch ein Foto machen, oder? War das nicht was? Komm, mach mal ein Foto mit ihm. Komm, lass uns mal ein Selfie machen. Yay. Yep, Selfie. Selfie. Sehr gut, sehr schönes Selfie. Okay. Sehr schön. Ich glaube, wir helfen der Familie Andreina hier mal kurz, indem wir ihre Überwucherungen trimmen. So, und sie hat die Gartenfähigkeit erworben, obwohl sie die Gartenfähigkeit gar nicht unbedingt braucht. Also, Garten haben wir hier zu Genüge gesehen bei Familie Andreina. Also, ich würde sagen, das ist doch eigentlich vollkommen in Ordnung, oder? So. Dann müssen wir eigentlich wieder zur Arbeit. In 12 Stunden. Buchhalterin der Agentur, genau. Wir haben die Geheimdienstdatenbank untersucht und müssen selbstsicher sein, um voranzukommen. Um 7 Uhr morgen früh müssen wir fit sein. Wie geht es eigentlich dem lieben Mann? Ist zu Hause alleine und kümmert sich um sich selbst. Tja. So, jetzt wird erstmal ein bisschen unterhalten. Ich glaube aber, wir gehen mal wieder nach Hause, weil der Freund, der wartet zu Hause und lass uns mal nach Hause gehen, hä? Mausi? Mausi geht nach Hause. Komm. Es war ganz schön, sich mit Herbie zu unterhalten, aber jetzt wollen wir uns doch mal auf den Heimweg machen. Wir wollen uns auf den Heimweg machen. Denn die Familienplanung steht noch an, oder? Meinst du nicht auch? Komm, reicht jetzt mit Palaver. Afnanusen. Afnanusen, kleine Musen. Wenn wir Chrissy noch zusehen, wie sie hier eine Runde spielt. Außerdem, dann darfst du mir was anziehen. Irgendwie jedes Mal, wenn ich mit dir spiele, dann rennt sie im Bikini rum. Das ist echt, naja, wie soll man das sagen? Irritierend? Ich würde sagen, irritierend. Ist es ein bisschen, so ein kleines bisschen irritierend ist es. Aber das muss ja nichts heißen. Das kann ja auch einfach nur sein, dass sie das gerne mag. Wobei mir die reale Gina doch gesagt hat, sie hätte es nicht so gerne, wenn sie dann so gerne auf dem Bikini rumläuft. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt. Ich kann mich da erinnern. So, deswegen, ihr Freund sitzt gerade auf Toilette, deswegen ziehen wir uns jetzt mal kurz was an. Wir legen die Sportkleidung an, denn sie möchte gerne joggen, weil sie aktiv ist. Deshalb legen wir jetzt die Sportkleidung an und dann schauen wir mal. Sie möchte gerne jemanden kennenlernen. Ah, das kriegen wir hin. Erstmal gehen wir... sie soll bitte joggen gehen. Hier, einmal bitte joggen gehen. Dennis, was hast du denn noch so zu tun? Jemanden küssen, weil er romantisch ist. Oh, Instrument kaufen, weil er Musikliebhaber ist. Ja, ich würde gerne, aber für 5 Simoleons kriegst du kein Instrument. Okay, was möchtest du tun? Du möchtest gerne Kindersachen kaufen, okay. 3 verschiedene Kunstwerke bewundern. Die hier zu Hause, die haben wir schon alle bewundert. Wir haben ja nur 2, leider Gottes. Ich meinte eigentlich, dass wir noch ein drittes haben, aber haben wir irgendwie nicht. Zu essen haben wir auch nichts. Was können wir jetzt noch machen? Wir können mal hier so ein bisschen was einsammeln, dass wir was verkaufen können. Was hältst du davon? Wir müssen jetzt irgendwie an Zeug rankommen. Wir können hier alles mal einsammeln. Das dann einfach mal verkaufen, weil das bringt halt auch ein bisschen Kohle bringt es halt schon ein. So, Gina läuft noch. Hier können wir auch noch mal ernten. Das alles ernten wir mal einfach, weil es uns Geld bringt. Sonst haben wir halt nichts. So, wir haben gefunden. Eine Kapsel. Was mag da wohl drin sein? Schauen wir noch mal beim guten Dennis. Was hast du denn da? Mysteriöse Zeitkapsel. Die öffnen wir mal und es ist... Wenn er dann öffnet... Oh, Platin hat er gefunden. Ist immerhin 20 Simoleons wert. Komm, das wird verkauft. Alles, was er jetzt findet, müssen wir leider verkaufen. Wir brauchen dringend Geld. Wir haben nichts mehr. So, was hat er da noch gefunden? Gartenfähigkeit erworben. Jetzt hat er Löwenmäulchen gefunden. Oh, 40 Simoleons. Immerhin. Nicht schlecht. Christi ist... Gina ist wieder da. Hallo, Gina. Was möchtest du jetzt gerade tun? Was ist jetzt passiert? Buddy, guten Tag. Okay, sie möchte gerne Kindersachen kaufen, können wir gerade noch nicht. Sie möchte selbstsicher werden für die Arbeit, beziehungsweise... Ja, wir müssen für die Arbeit natürlich auch schauen. Ah, sie hat jemanden kennengelernt. Okay, jetzt möchte sie gerne... Was möchte sie gerade gerne? Witz erzählen, das kriegen wir doch alles hin. Mehr Auswahl, lustig, Polizistenwitz. Okay, da ist er. Er hat wieder was gefunden. Er hat einmal Erdbeere gefunden.
Schwupp. Und Buddy können wir auch verkaufen. So kommt man noch an Geld ran. Gut, dann würde ich sagen, Kollege Schnürschuh, du bastelst noch mal ein Kunstwerk hier zusammen. Du hast ja gerade genug Geld verdient. Klassisches Gemälde, kleines klassisches Gemälde zeichnen. Das bringt uns doch voran. Gina möchte Er gerne hier mit jemandem will chatten. Okay, dann sage ich Gold. doch mal auf Wiedersehen. Ach, die Frau ist mir echt unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Hier. Web, Kontakte knüpfen, Chat. Dann chatte Oh, doch mal eine schönen Runde. Was Margot. sagst du dazu? Dennis Aber zeichnet nicht so ein, malt flach. ein wenig, er malt, er zeichnet nicht. Und du Fertig chattest ein wenig, gemalt. das möchtest du ja gerne. Chrissy kennenlernen. Oh, Chrissy sollten wir mal einladen. Und Spielzeug kaufen, natürlich. Wir haben noch kein Kind. Wofür willst du Spielzeug kaufen ohne Kind? Das ist irgendwie sinnfrei. Du solltest dich vielleicht deinem Freund hier ein bisschen mehr anfreunden. Dann könnten wir da mal über Kinder nachdenken. Was hältst du davon? Ich meine, das Zimmer hier ist ein bisschen klein für ein Doppelbett, aber das kriegen wir dann noch irgendwie hin, dass wir hier in diese kleine Butze hier noch ein Doppelbett reinkriegen. Das irgendwie kriegen wir das hin. Jo. Jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir hier mal an Geld rankommen. Das könnten wir über die Jobs machen. Was könnten die? Er könnte natürlich auch Profimaler werden. Dann, ach, er verdient das Geld. Er holt das Geld nach Hause. Er wird Profimaler. Ist zwar ein bisschen unsicher, aber eigentlich sollte er das hinkriegen. So, 8 Stunden bis zur Arbeit. Sie sollte vielleicht nochmal schlafen gehen vorher. Auf Toilette, was essen und dann selbstsicher und duschen und alles und KUKA-G. Jo, und jetzt möchte sie gerne jemanden umarmen. Das kriegen wir auch hin. So. Bild fertig? Nö. Bild ist nicht fertig. Okay, jetzt will ich das sagen. Hier reden wir miteinander über den Weltfrieden. Wir flirten ein wenig, wir lernen uns, wir knuddeln. Knuddeln ist ja das, was sie möchte. So, lockere Unterhaltung. Perfekto. Und das Bild ist auch fertig. Perfekt. Okay, Name ist Obstschale 2. Obstschale. Obst. Auch falsch. TS. So, Obstschale 2. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Bild schon mal haben. Wir rahmen es ein wenig. Schau mal. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das gleiche Bild hängt da schon mal. Das ist mir aber egal. Wir hängen es jetzt noch mal auf, damit er das bewundern kann. Wir hängen es bei ihm im Schlafzimmer, dann stört ihn das nicht. Da, einmal schwupp, kann das Gemälde bewundern. Wann muss er eigentlich arbeiten? Oh, ja. Wie jetzt? Wie jetzt? Du bist ja... Was bist du denn für einer? Sag mal. Dann nimmt er das einfach so. Ey. Also ganz ehrlich, wenn dir so eine Frau so ein Angebot macht, dann sagt man nicht nein, kleiner Junge. Meinst du, ich sollte dir... Bist du der Meinung, ich soll dich austauschen oder was ist mit dir los? Oh, jetzt geht's aber los mit den beiden hier. Oh nö, es geht schon wieder alles über den Jordan. Die beiden irgendwie mögen die beiden sich nicht. Eine Rose anbieten vielleicht. Mehr Auswahl. Oh, das gibt's doch nicht. Tiefgründige Unterhaltung. Über Träume reden. Von neuen Alben schwärmen. Irgendwie, die beiden sind so ein bisschen... Das läuft bei denen nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Kommt jemand über Aussehen, machen, vielleicht klappt das. Vielleicht mag Gina das, wenn ich das mache. Gina, was sagst du dazu? Und dann kommt jemand über dein Aussehen, Christ. Und du bist echt eine Hübsche, das muss ich wirklich sagen. Oh Gott, alles geht wieder kaputt. Ach, das klappt. Okay, dann wissen wir jetzt, wie wir weitermachen. Okay, dann, wenn das funktioniert, dann würde ich das sagen. Oh, jetzt bin ich gerade in einen anderen Modus gegangen, das war ungewollt. Okay, mehr Auswahl, Romantik. Komplett über Aussehen machen. Das funktioniert. Das muss ich mir merken. Jemanden küssen, ja. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt gerade. Die Beziehung zwischen den beiden geht gerade echt nicht schnell voran. Gut. Er möchte sich gerne hier dieses Ding ansehen. Rahmen entfernen. Nee, den Rahmen lassen wir drauf. Gut, er möchte sich das gerne ansehen. So soll es sein, unbehagliche Begegnung. Och, die sind Turteltauben und irgendwie sind sie doch nicht gut miteinander. Das ist doch nicht ver... Okay, Gina, was möchtest du? Du möchtest gerne auf Toilette, du möchtest was essen.
Was haben wir noch Leckeres? Hier Grillkäse. Schnapp ihn dir. Und dann möchtest du schlafen. Und wenn du geschlafen hast, möchtest du duschen. Und wenn du geduscht hast, dann möchtest du dich selbst motivieren, um selbstsicher zu werden. Jetzt bist du energiegeladen. Du bist ja eine. Okay, er hat sich hier das Ding angesehen. Hat das ge gepasst? Sehr schön. Er möchte inspiriert sein. Inspiriert kriegen wir dich. Ich würde sagen, du gehst jetzt mal schlafen, weil du totenmüde bist. Danach darfst du was essen. Vorausgesetzt ist noch Grillkäse da. Hier, Gericht nehmen bitte. Öffnen. Haben wir hier noch? Ja, wir haben noch Grillkäse. Okay. Gina nimmt noch einen kleinen Mitternachtssnack. Es ist eher schon nach Mitternacht. Also, das ist schon ein bisschen her und so. Also, das dauert noch ein bisschen. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, ist noch schnell, fix, alles fix auf. Und ab ins Bett mit der Maus. Schwupp. Eingeschlafen. So, jetzt sollten wir rechtzeitig aufstehen. Um 6 oder so. Ja, jetzt ist hier Tag. Oh, unwohl, weil Schmerzen hat, weil, oh, weil, ah, weil, oh, ja. Ist hart, ist life's, it's a hard knock life, ne? Ihr wisst. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Gina muss in einer Stunde zur Arbeit. Das kriegen wir aber hin. Und auch er muss zur Arbeit, oder? In einer Stunde oder so? War da nicht was? 3 Stunden Palettenreiniger. Ah, der hat noch Zeit. Der hat ja noch Zeit. Das dauert ja noch Ewigkeiten. So, sie ist super drauf. Eigentlich sollte sie doch damit befördert werden, ne? Zum super geheimen Mega-Agenten. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder nicht? Und dann müssen wir irgendwie mal die Beziehung zwischen den beiden hier voranbringen. Das darf doch nicht wahr sein, dass die beiden so... Macht mich nicht fertig, Jungs und Mädels. Gina, was tust du? Wieso tust du? Was soll das? So, Kollege Schnürschuh. Langsam aber sicher dürftest du dich mal aus dem Bett bewegen. Es ist Tag. Tag ist. Jetzt komm, schieb deinen Hintern aus dem Bett und iss was. Ja, der kokette Herr kriegt es aber mit der Frau nicht hin. Und jetzt... Schreck, schockschwere Not. Okay, Chrissy, Pause. Hier, einmal bitte Rede üben, erfrischen, aussehen. Die soll sich hier motivieren. Sich selbst motivieren, damit sie auch selbstsicher wird. Verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Probier's mal hier. Outfits anprobieren. Erfrischen. Erfrischen. Probieren wir es damit mal. Ob das was bringt. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ja, Die Dame. Hübsche Dame. Er guckt sie durch das geöffnete Fenster zu. Ist klar. Wieso kann ich hier nicht... Ich möchte dich gerne selbstsicher machen am Spiegel. Darf ich nicht? Wieso darf ich nicht? Chrissy. Gina. Aussehen ändern. Rede üben. Toll auszusehen. Versetzt sie mit Flirtlaune. Jetzt ist sie kokett. Ja, super. Rede üben. Das bringt mir aber alles nichts. Ach komm, geh zur Arbeit. Das bringt doch nichts. Zur Arbeit gehen. Komm. Schluss aus Ende. So, das Mannequin hier nochmal fix. Er soll inspiriert sein. Wie kriegen wir dich inspiriert? Ich habe nichts, was dich inspirieren könnte hier. Unwohl, warum? Schlechter Nachgeschmack. Schlecht zubereitetes Essen. Ach nö. Kühlschrank aufräumen bitte. Er muss auch bald zur Arbeit. Um 9 Uhr geht's los. Ach, dich kriegen wir auch nicht fertig. Das ist doch zum Mäusemelken. Wie inspirieren wir dich denn noch ein bisschen? Kanal schauen. Kochkanal schauen, Actionkanal schauen, Sportkanal schauen. Kann ich einfach durch Bilder gucken, dich inspirieren? Was hilft es? Oder falsche Richtung. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier. Hier einmal ansehen. Vielleicht inspiriert dich das ja. Irgendwie ist das alles nicht so gut so. Ne? Oh ja, ein Bild von dir selbst gemalt. Wunderschönes Bild. Meinst du nicht auch, das ist ein wunderschönes Bild? Ich hatte es genannt Gin vor Obst. Ein Genie in der Flasche vor Obst. Also finde ich traumhaft, wirklich. Klassisches Gemälde. Nee, Gemälde machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal arbeiten. In der Stunde muss er bei der Arbeit sein. Ja, inspirier dich doch mal. Alles hat er sich für dich angeguckt. Inspiriert ist so nicht. Okay. Machen wir mal ein Päuschen. Können wir ihn noch anders inspirieren? Im Web. Anmachsprüche, Sympedia, lustige Tweets, Kunst durchsuchen. Das sollte ihn doch inspirieren, oder? Inspiriert dich das, wenn du die Kunst durchsuchst? Auch interessant, der PC arbeitet, bevor er wirklich an der Tastatur ist und schreibt schon was.
Ja, ich weiß, sie ist schlecht. Das können wir aber gerade absolut nicht ändern. Das liegt außerhalb meiner Macht. Das muss ich leider sagen. So, Kollege Stüschow, bist du jetzt inspiriert? Yes, da ist er inspiriert. So, jetzt möchte er gerne etwas pflanzen. Ja, das kriegen wir aber leider nicht hin. Tut mir leid. Musikinstrument kaufen würde ich auch gerne tun, geht aber nicht. Marco Weißhaupt, um dich kann ich mich gerade auch nicht kümmern. Jemanden küssen, ja dann sieh doch mal zu, dass du die Gina mal so weit kriegst. Gemälde beenden. Sieh doch mal zu, dass du Gina so weit kriegst, dass sie dich küssen möchte. Dann wäre ich schon glücklich. So, kokette Gina möchte Techtelmechtel mit jemandem haben. Oh. Das ist ja was, das ist ja was. So, jetzt dürfte hier mal die Geschwindigkeit hier ein bisschen loslegen, weil die beiden sind auf Arbeit und ich kann ja nichts machen. Das ist ja jetzt super. Wieso dauert das jetzt so lange? Was soll das? Nochmal normale Geschwindigkeit und jetzt Speed. Ah, Speed up, da ist es. Gina ist okay. Wann ist Gina wieder zu Hause? Um 15 Uhr. Ja, das dauert nicht mehr ganz so lange. Gina, da ist sie ja. Wo ist die Gina? Wuhu, Beförderung, Beschafferin von Informationen. Informationsbeschafferin. Du musst schon wieder auf Toilette. Was ist los mit dir, Madame? Bist du schwanger? Ich wüsste nicht woher. Level 2 Programmierfähigkeit. Aber das kriegen wir doch hin. Programmieren üben. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. Auch schlafen möchtest du. Das darfst du, wenn du programmiert hast. Madame, klar, ist logisch und so. 17 Uhr muss der Kerl arbeiten. Ist auch irgendwie interessant. Auch gut. So, Gina. Setz dich in deinem kleinen roten hier an den PC und programmiere. Oh, Telefon. Telefon. Herbie Edgar ruft an. Tut mir leid, Herbie, ich habe keine Angst. Ihr muss arbeiten. Sie muss hier programmieren üben. Das ist dringend notwendig, damit sie vorankommt in ihrem Job. Sie muss nur programmieren und muss dann selbstsicher sein. Wieso konnte ich mich vorher nicht selbst motivieren? Vorhin, das war doof. Wahrscheinlich muss sie dazu irgendwie gut, schlecht drauf sein, damit sie sich selbst motivieren kann. So, das Programmieren funktioniert schon mal. Level 1 Programmierfähigkeit hat sie ja schon erreicht. Level 2 kommt dann auch bald. Der Spaß geht ihr gerade so ein bisschen ab. Oh, wer ist das? Wer bist du? Eliza! Hey! Tut mir leid, Eliza. Oh, da ist er ja. Befördert zu Kunstbandprüfer. Jetzt geht's aber hier rund. Er möchte gerne kalt duschen, weil er kokett ist. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, die beiden dürfen sich erstmal ein bisschen Hände küssen und so. Aber irgendwie ist es... Komm, hör mal auf damit und machen wir kurz Pause, denn wir bringen sie, bevor wir das machen, erstmal in kokette Stimmung. Wir erfrischen uns mal kurz. Du hörst mal kurz auf damit. Kokette Stimmung. Ja, magst du? So, und dich bringen wir auch nochmal in kokette Stimmung. Dich erfrischen wir auch nochmal ein bisschen, dass das hier mal ein bisschen vorangeht. Kann nicht sein, dass die beiden sich hier so feurig wie ein Marienkäfer hier durch die Gegend flattern. Das geht doch nicht. Macht hier mal hinne, Freunde der Nacht. So, kokettieren wir sie mal. Ja, jetzt ist sie kokett. Jetzt. Komm mal her, der Herr. So, Rose anbieten. Hände küssen. Und mehr Auswahl. Freundlich. Kennenlernen. So, wollt ihr jetzt beide? Jetzt will sie. Ja, sehr gut. Man muss sie nur in die richtige Stimmung bringen. Okay, nach Lieblingsband fragen und von neuen Alben schwärmen, definitiv. Okay, mehr Auswahl. Romantik. Flirten. Mehr Auswahl. Romantik. Knuddel. Oh ne, nicht schon wieder. Gina, was tust du denn jetzt schon wieder? Okay, das gefällt dir wenigstens. Oh, jetzt wird geknuddelt, okay. Okay, jetzt. Jetzt wollen wir mal gucken. Kriegen wir das hin? Mehr Auswahl. Romantik. Erst einmal. Mehr Auswahl. Küssen. Gucken wir, ob das funktioniert. Den ersten Kuss hatten sie ja schon. Die beiden. Hier. Oh ja, klappt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das klappt schon mal. So, und jetzt. Mehr Auswahl. Romantik. Bitten, Freund zu sein. Guck, ob das funktioniert. Oh, nochmal Knutschi. Okay. Hatte ich das gesagt? Nochmal Knutschi und so? Ribu! Die beiden sind Freunde! Ja! Und Selfie und Freundschaft, Freunde-Selfie. Jetzt sind die beiden. Oh, jetzt ist er ihr Freund. Yes, sehr schön.
Können wir jetzt schon hier so schlüpfrige Fragen stellen und mehr Auswahl Torgenö. und Romantik, Flirting. Heiratsantrag machen jetzt schon? Ist das ein bisschen Legends früh? Komm, die beiden sind of schnell. Die beiden sind Rush. richtig schnell hier. Dann wird jetzt hier der Hanover. Heiratsantrag gemacht. Kann man ja mehr Prospero. Auswahl, Romantik, Heiratsantrag machen. Gucken, ob das Hey, funktioniert. Und sie macht einen du. Antrag. Das ist irgendwie Magnetator. auch falsch, aber irgendwie ist das bei Sims ziemlich egal, wer hier was wie macht. Oh ja, oh ja, oh ja, er sagt ja. Sehr schön. Knutsch. Oh, jetzt sind die beiden verlobt. Jetzt können wir nämlich Hochzeit feiern. So soll das sein. Okay, jetzt aber würde ich sagen, wir machen hier mal kurz Pause und jetzt bauen wir hier mal kurz das Haus um. Denn wir brauchen jetzt dringend ein gemeinsames Schlafzimmer. Dann haben wir ein Zimmer gewonnen, immerhin. Okay, wir gehen in den Baumodus. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play The Sims 4, denn jetzt gerade ist hier die Zeit schon wieder um. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.